Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 mit dem nächsten Anlauf. Endlich mal wieder einen Sieg zu holen. Heute spielen wir wieder mit Real Madrid gegen unseren Erzfeind FC Barcelona. Zu Hause. Endlich mal am sonnigen Tag. Hoffentlich dieses Mal ohne Ruckler. Nicht so wie im letzten Spiel. Und hoffentlich mit einem Sieg. Nicht so wie im letzten Spiel. Ich habe mir vorgenommen, einfach mal ein bisschen direkter nach vorne, ein bisschen schneller alles zu spielen und ein bisschen öfter abzuschließen. Und da ist er drin. Zweite Minute, Ronaldo macht ihn. Das ist schon mal sehr hilfreich, mit einem Tor zu starten in der zweiten Minute. Ist geil. Wenn unten noch die Anzeige durchläuft. Hammergeil. Hammergeil. Habe ich perfekt erwischt. Danke, Ronaldo. Danke, Glück. Danke, 1-0. So, ich weiß noch nicht, ob der gut ist oder nicht, der Gegner. Aber hey, 1-0 hilft. Das habe ich schlecht gemacht. Das habe ich ganz... Also, was mache ich für einen Blödsinn da hinten? Ich muss einfach da hinten mal landen. Gescheit zu spielen. Ein bisschen sicherer. Vorne kann man spielen, wie man will. Aber hinten, da geht das einfach nicht. Führt das zu Gegentoren. Und Gegentore sind scheiße, wie wir alle wissen. Zumindest ich finde Gegentore scheiße. Oh, kann man so geben. War etwas geschoben, gezogen, whatever. So, der läuft rein. Den hier nehmen wir hier hin. Falls er direkt nimmt. Ich glaube nicht, dass er direkt schießen wird. Schön. Perfekt. Als ob ich da hochspringe. Der Trick ist steinalt. Weg mit. Oben. Ah, das habe ich so gedrückt, aber dann nachher sehr schnell bereut. Ganz oben Ronaldo. Ich hoffe, ich kriege ihn irgendwie noch. Nein, tue ich nicht. Unten läuft Bell. Komm, Bell, 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 Bell. 2-0. Yes! Einfach nur ja! Das ist saumäßig befreiend. Das ist angenehm ohne Ende in der 13. Minute, 12. Minute eigentlich so gemacht zu haben. Jetzt 13. Minute. Hammergeil. Hammergeil. Abwehrstand beide Male, also na, aber zumindest bis zum zweiten Mal sehr lustig. Und ja, zweites Tor. Den zweiten Versuch. Oh oh. Das darf mir nicht passieren. Kann doch alles nicht mehr wahr sein. Hau das Ding weg, ey. Unten. Oben, unten. Schön, 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 schön. Mach ihn! Oh, 3-0, das war's gewesen! Mach den Sack zu in der 18. Minute. So blöd es klingt. Geil, steht halt nur noch 2-1. Hat er gut gemacht, nur ich könnte da 3-0 führen und dann hätte sich das Ding so ziemlich gegessen. Das hat er schön gemacht. Hat er wirklich schön gemacht, nur jetzt bin ich dran. Oder auch nicht. Also ich muss aufpassen gegen ihn hinten, weil er da immer gerne nochmal einen Trick hinterherbringt, weil er anscheinend Tricks kann. Und sie auch nutzt, im Gegensatz zu vielen anderen. Komm! Schade. Richtig schade. Ganz oben den. Ich hab dich gesehen. Hab dich gesehen. Ganz so leicht kommst du nicht durch, mein Freund. Nein. Ja. Nein, Ronaldo ist schon zu weit weg. Komm, komm, komm ran, komm ran. Und jetzt unten. Abseits. Schade. Interessant werden können gegen Torhüter. Puh.
volle Konzentration hier. Volle Konzentration. Ich brauche den Sieg, Mann. Ich mache mir da auch ein bisschen zu viel Druck. Aber ich will nicht absteigen. Ich hasse es, abzusteigen. Na gut, wer steigt schon gerne ab? Bale wird angelaufen. Ich schieße einfach mal direkt. War nicht gut. Der Schuss selbst war nicht ganz gut, aber es war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Hätten besser schießen müssen. Okay, er läuft unten an. Mal sehen, was er macht. Ich muss seine Spielweise kennenlernen. Das dauert immer einen Ticken. So, ganz unten. Okay, oben. Scheiße. Ganz ehrlich, scheiße. Ey, der läuft mich um, Jungs. Ey. Ja, natürlich. Ja, sicher. Sicherlich. Tut mir leid, ich bin umgelaufen worden. Ich dachte schon, das entscheidet der Schiedsrichter mal. Unparteiisch. Aber nein. Immer gegen mich. Immer gegen mich. Immer. Ich habe ein Tor verdient. Ein weiteres. Oh, ganz locker bleiben. Und zu PP. Runter. Ganz unten steht wieder einer frei. Alles ganz locker hier. Okay, ja, gibt einen Einwurf. Hätte ich auch mehr draus machen können als einen Einwurf. Ne? Naja. Hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Ja gut, kann man ganz einfach fangen. Alles locker easy peasy bei ihm. Kann doch nicht wahr sein. Das war nicht gut, der sollte eigentlich auch zu Ronaldo. Das war ganz anders geplant, sage ich dir. Und den habe ich gesehen. Den sehe ich auch. Und auch das hier weiß, dass ich schießen muss. Und anlaufen, anlaufen, Druck machen. Druck machen, Druck machen im Aufbauspiel. So, zurückziehen. Ja, abseits. Shit. Ronaldo, wo stehst denn du? Warum stehst du im Abseits? Es gibt gar keinen Grund der Welt, warum man im Abseits stehen sollte. Was mache ich da? Ich denke so, ja, wenn es mal wird schon laufen. Tut er nicht. Aber gut, er ist halt nicht Ronald. Er hat einen Schuss und ein Tor. Heieiei. Das finde ich nicht so. Mir wäre lieber kein Schuss und kein Tor. So, es ist wichtig, gut in die zweite Hälfte wieder reinzustarten. Extrem wichtig. Nicht gleich so offen stehen. Weg mit dem Ball, PP. Ganz oben läuft einer. Und wieder weg. Jetzt gehe ich ein bisschen arg defensiv heran. Und da kommt der Pass nicht an. Das gefällt mir jetzt alles wirklich nicht. Ich muss Ruhe hier reinbringen. Das ist gut. Torhüter hat den Ball. Das ist immer ruhig. So, unten steht Ronaldo. Und dann versuche ich mal den zu spielen. Hätte ich auch einfach annehmen können. Ist alles überhaupt nicht ruhig. Das bringt mir überhaupt keine Ruhe ins Spiel. Und er macht Druck jetzt. Abseits, das bringt Ruhe ins Spiel. Immer wenn ich einen Ball habe, bringt es Ruhe ins Spiel. Den werde ich natürlich direkt zu mir hinpassen. Na, das habe ich nie gedrückt, Junge. Vater, ey. Willst du mich verarschen? Das ist so unfair. Ich habe das nicht gedrückt. Ich habe ganz leicht gedrückt zu dem nebendran. Das kann nicht sein. Und dann steht PP eigentlich da. Der muss den haben. Das Spiel verarscht mich doch. Ja, klar, natürlich. Ja, logisch. Aber sicher.
Was ist jetzt? Was ist jetzt wieder los? Was? Wieso pfeift man das? Wie? Mir fehlen die Worte. Ganz ehrlich, mir fehlen die Worte. Er hat da eine mega gute Chance. Ich habe eine mega gute Chance. Ich meine das ernst. Ich kann den durchstecken zu Ronaldo. Da denkst du, ja, pfeife ich ab. Okay, das war tatsächlich ein Fehler von mir. Okay, ich bin aber dran. Kein Problem. Er ist deutlich in Unterzahl. Also wenn ich keinen totalen Scheiß baue, kann er keinen Tor daraus machen. Und weg ist er. Schön leck. Alter Ronaldo, was ist das für ein Ball? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es von vorne bis hinten nicht. Und es leckt, und es leckt, und es leckt. Yeah, yeah, yeah. Geil. Das Spiel hasst mich. Ja, nicht wegen den Lags, aber ich kann das nicht verstehen. Das eine Tor, das gerade passiert ist für ihn, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Da kannst du oben hin und her tanzen, wie viel du willst, nur durchlassen werde ich dich nicht. So, jetzt bin ich wieder dran. Und Ronaldo läuft ganz frei vorne rum. Der Pass war nicht ganz perfekt, leider. Das hätte schön werden können. Aber FIFA denkt sich, nein, das kriegt er nicht, dieses Tor. Er hat es nicht verdient. Auch wenn jeder weiß, ich habe es verdient. War gut gemacht. Ja, also, wo sind wir denn? Ach, ich passe jetzt einfach mal rein. Gut Glück. Komm, dazwischen, runter, schön. Das ist gut. Der passt. Ich verstehe es nicht. Ich brauche den da oben. Dankeschön. Der Pass mir schleierhaft, wie man sowas spielen kann. Alter Modric, du Wichser, ey. Aber das ist jetzt alles insgesamt Kritik an mir selbst, ja, wenn ich so einen scheiß Pass spiele oder so, aber wenn Dinge halt kommen, wofür ich nichts kann, ja, das regt mich richtig auf. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber mir zumindest. Boah, krieg's kotzen. Komm. Weg mit. Schön, 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 schön. James Rodriguez. Nein! Ich habe es viel zu kompliziert gemacht, aber im Insgesamt hat es dann doch geklappt und dann geht er gegen den Pfosten. Wieso um alles in der Welt geht er gegen den Pfosten? Ganz oben läuft einer. Komm, Bell, bisschen Tempo. Drehen. Und da steht halt niemand. Ja gut, das ist dann mein Fehler. Ja, das ist tatsächlich ein Foul von mir. Da hätte ich jetzt abgegriffen als Schiedsrichter. Aber okay, ich nehme es an. Sei nicht im Abseits, sei nicht im Abseits, sei nicht im Abseits. Okay, wunderbar. Nein! Wie spät entscheidet er sich, bitte schön? Eine Stunde oder was braucht er? Wie lange braucht er?
Mega Glück gehabt. Mega Glück gehabt. Ganz unten steht Ronaldo. Und den spiele ich jetzt an. Und drauf. Nein, Ronaldo. Was machst denn du? Also dafür kann ich nichts. Der kann den Ball nicht annehmen. Der läuft dagegen. Ich drück nichts. Er läuft dagegen. Er läuft gegen den Ball. Boom. Und sowas ärgert mich. Sowas ärgert mich. Der Rest ärgert mich nicht. Das sind einfach Fehler von mir individuell halt. Aber das ärgert mich. Und nach einer 2-0-Führung darf ich kein 2-2 kassieren. Besonders nicht auf die Art und Weise. Insgesamt war es ein relativ aussichtliches Spiel. Geht aber so nicht. Darf nicht sein. Ja. Man sieht sich in der nächsten Folge, würde ich sagen. Heute haben wir zumindest einen Unentschieden. Nächstes Mal hoffentlich einen Sieg.